Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Ja, heute hier am Donnerstag 10 Uhr eine Folge, denn heute ist ja Feiertag. Ich hoffe mal, dass die meisten frei haben. Ich meine, es wird sicherlich auch welche geben, die heute arbeiten müssen. Wird der ein oder andere nicht drum rumkommen. Aber, da ich Feiertag habe, noch frei habe sozusagen, machen wir heute zwei Folgen. Und da beginnen wir heute mit der um 10 Uhr. 16 Uhr gibt es natürlich heute noch eine zweite. Und da ich dann morgen noch Brückentag mache, machen wir das morgen genauso. Da denke ich mal, da werden wir ja richtig was schaffen am Wochenende. Oder bis zum Sonntag. Wir fahren jetzt erstmal hier unseren Mais ab. Die Mission, die wir ja gestern angenommen haben. Jetzt ist schon gleich zum Anfang wieder ein Helfer fertig. Das kann auch diesmal wirklich nur unser Düngerstreuer sein. Oder die Sämaschine kriegt schon die Kurve nicht. Ja, aber so wie es aussieht, steht über Feld 5 der Düngerstreuer. Da werden wir hier mal abbunkern, werden aber gleich den Drescher rausnehmen und werden erstmal versuchen, hier oben das Stück zu dreschen. Und in dieser Folge werden wir natürlich keine Silage verkaufen, so wie es aussieht. Weil momentan sieht es nämlich in Fahrzeugen so aus, dass wir keins frei haben, alle beschäftigt. Dann am besten, wir setzen den unten an, aber gut, Frucht können wir ja eigentlich noch nicht zerfahren, beziehungsweise wir können auch den LKW rückwärts fahren, wenn wir Platz haben. Nehmen wir erstmal hier unten was weg, sonst würde er, denke ich mal, hier unten auch nicht ordentlich wenden und an den Bäumen würde sich stören. Da hoffe ich mal, dass ein bisschen was hier an Mais richtig für uns übrig bleibt. Denn momentan ist ja der Maispreis relativ gut, oder ist am Steigen mit 670 waren es, glaube ich, wo wir gestern geguckt hatten. Wir werden noch einmal zurückfahren und noch ein bisschen Spitze wegzunehmen, dann setzen wir den einfach noch mit da an. Weil das hier sollte, glaube ich, dann hinkriegen. Ja, oder wir müssten uns noch einen Trecker zulegen. Eigentlich wollten wir mit dem Geld was anderes machen. Einmal Schulden tilgen. Dann am liebsten vielleicht sogar noch ein Stück Land kaufen. Ich weiß nicht, ob der Helfer dann den spitzen Winkel hier so hinbekommt, aber das werden wir erleben. Wir werden einfach mal hier so ein Stück rüber dreschen und das nochmal wegnehmen hier unten.
der Vorgewende ist das hier definitiv genug. Wir sehen bloß, ob er das bei seiner Rangiererei dann hinbekommt, dass er alles erwischt. Ja, wenn nicht, müssen wir nochmal ran. Ja, Helfer B ist der Tank leer. Das ist klar. Das ist unsere Seemaschine oben auf Feld 2. Ja, die steht. So, dann können wir hier wieder einen Helfer einstellen. Wir brauchen eigentlich den hier. Ich denke mal, wir werden bloß Saatgut reinmachen müssen, wenn da kommt jetzt nochmal die Bahn runter und dann hoch, dann sollte er eigentlich fertig sein. Dann hätten wir natürlich jetzt hier den T8 auch mehr oder weniger frei. Wenn wir hier nochmal aufgefüllt haben. Dann sind wir wieder klassisch noch vorgefahren. Achso, da war schon die Saatgutabdeckung auf. Dann müssen wir hinten bloß mal einklappen, weil sonst kommen wir nicht ran. Mal gucken, ob wir das jetzt hier hinrangiert kriegen. So wird es natürlich nichts. Weil wir sollten das auf die andere Seite fahren. Da habe ich gar nicht geguckt, wie viel Dünger noch drin ist. Dünger hat er noch 2600. Das können wir dann an Hof erfüllen. Das reicht auf jeden Fall für die Bahn, die er hier ziehen muss. So, Rohr einfahren. Müssen wir hier hinten wieder ausklappen, den ein bisschen wieder gerade hinstellen. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob wir den stehen lassen, Überladewagen, oder wir nehmen den einfach schon mal mit an Hof. Den einfach nur einen Überladewagen stehen lassen, macht auch nicht so richtig Sinn, weil wir müssten dann eh zurück. Dann können wir auch, wenn die Seemaschine wirklich nicht genug Saatgut und Dünger drin hat, hier um Feld 3 anzusehen, sieht aber eigentlich ganz gut aus. Er ist ja auch schon relativ weit drüben. Er will denn jetzt Helfer D sein? Ach, das ist der Treasure, der hat natürlich die Kurve nicht gekriegt. Die Frage, wo wir jetzt hier das Ding einlagern. Ist es dreckig? Ne, kann man so lassen. Brauchen wir nicht zu waschen. Auffüllen tun wir auf alle Fälle nochmal. Den werden wir am besten hier mit in die Halle reinstellen.
So, mit denen holen wir uns jetzt den Hänger. Oder doch nicht. Doch, mit denen holen wir uns den Hänger. Wir werden hier einen Überladewagen nehmen, da passt einfach mehr rein. Dass wir vielleicht doch nochmal heute hier einen Hängerfuselage verkaufen. Wir müssen erstmal uns um den Drescher kümmern. Ja, warum hat er einfach hier nicht weitergemacht? Keine Lust mehr. So, der kann ja erstmal weiterfahren. Warum klappt sein Rohr nicht ein? Den können wir eigentlich noch stehen lassen. Den hier wollten wir. Den fahren wir auch einfach erst mal. Ja, zum Hof müssen wir eigentlich nicht damit. Wir könnten eigentlich gleich mal den Dünger hier drüben abfüllen. Da hat man ja auch ein Silo hingestellt. Lassen den dann gleich hier unten stehen, denn wir müssen ja sozusagen Feld 3 komplett, also die zwei Felder, die wir geteilt haben, und Feld 2 düngen. Das steht hier auch noch an, halt. Ich glaube, hier kommen wir nicht durch eine Hecke. Ja, das ist ein Saatguttank, also müssen wir mal gucken, dann war doch der Dünger hier drin, ne? Der ist denn jetzt schon wieder Helfer G? Achso, Helfer G ist jetzt unsere Sämaschine. Aber das ist doch Flüssigdünger. Ach ne, ihr könnt noch unten auch normalen Dünger laden. Jawohl, die hat bloß noch 750 drin. Aber Minimum, das sind auch über zwei Bahnen, was man noch machen muss. Ich weiß nicht, wenn die jetzt hier unten ist, werden wir sie am besten genauso wie wir es mit den anderen gemacht haben, draußen ansetzen. Also auf der Außenbahn. Denn selbst Feld 1 können wir doch, glaube ich, auch noch nicht düngen. Ne, nur Feld 4 und Feld 5 war die zweite Wachstumsstufe. Feld 1 geht auch noch nicht zu düngen. Da ist nur unten hier so ein bisschen Rest, wenn man das hier sieht. Ringsrum ein kleiner Rahmen, der zweite Wachstumsstufe ist. So, die setzen wir jetzt einfach mal hier draußen an. Denn da oben springt doch das Feld auch wieder ein Stück. Nur mal sehen, ob es reicht. Wenn nicht, müssen wir halt nochmal zwischenfahren. Ach so, der hier ist fertig.
So, den lassen wir einfach hier stehen. Genau, den wollte ich jetzt. Ja, was wir dann auch noch machen müssen, sicherlich nach unseren Tieren mal gucken. Ob wir da was nachfüllen müssen. Ja, wir hatten ja erst in-game, sozusagen am gestrigen Tag, Tiere versorgt, also sollte es da eigentlich nicht so richtig schlimm mangeln irgendwo. Der Drescher kommt nicht. Nicht aussteigen, der kommt irgendwie nicht klar hier mit der Wende. Der Drescher vielleicht schon, aber der Helfer nicht. Achso, wir wollten gleich reparieren. Fangen wir am besten hier mit dem Gewicht an. Natürlich noch die Sämaschine. Die ist ja fast ganz kaputt. Da haben wir mit der Sämaschine eigentlich nur das Feld 2 angesehen. Also in meinen Augen ist das ein bisschen übertrieben. Der Verschleiß. Alles schön ab. Kleine Gewichtswaschen dauert für ganz so lange wie der ganze Trecker. So nah ran mit dem Kercher nicht, dass hier der Aufkleber wegfliegen. Das war den hier brauchen wir als erstes.
So, einen anderen Deckel öffnen. Dann noch wieder ein bisschen Saatgut rein. Passt jetzt nicht viel rein. Da können wir es wegstellen. Hätten wir hier auch den Überladerwagen mit reinstellen können. Na, ist jetzt egal. Okay, dann würde ich aber erstmal sagen, ob unser Dredger vollen Korntank hat, das machen wir heute in der zweiten Folge. Denn das soll es für die erste Folge hier gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Dann vielleicht bis heute Nachmittag. Bis dahin und tschüss.